Erst wieder nach dem Angelcamp, gar keinen Bock. Let's go. Ich muss sagen, Sascha war beim Angelcamp einfach eine 1 plus mit Sternchen. Also, einfach nur eine Schnitt. Ey, wenn die das Angelcamp wiederholen, haben die ja schon gesagt, ey, bitte immer Sascha dabei haben. Das war einfach zu geil. Ich musste bei Sascha so vielen Stellen lachen. Im Angelcamp. Heute ist wieder soweit. Heute hat mir Luca Jodler zukommen lassen. Grüße gehen auch wieder heute raus an alle Studenten. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Jodler. Let's go. Meine Freundin hat ihr gutes Aussehen von ihrem Vater. Er ist schwer, Siro. Oha, überleg mal, du schneidest deine eigene Tochter. Furchtbar. Boah. Das würde ich nicht gerne machen. Würde ich auch nicht gerne machen. Würde ich sagen, geh lieber zu Mehmet. Kann man eigentlich auch eine Stirn verkleinern? Ich liebe Mozzarella, aber was macht man eigentlich mit den weißen Bällen, wenn man die Tüte ausgetrunken hat? Oh Mann. Das ist ja niemals. Also ich sag mal so, ganz ehrlich, die Chance, dass das wirklich ernst gemeint ist, ist ja 0,5%. Es gibt dumme Menschen, aber das ist ja wirklich 0,5%. Nein, so möglich. Und das ist so offensichtlich, es ist so offensichtlich geschrieben. Und das ist schon so, ich finde, dadurch macht es den, ich finde, der Joke ist dadurch, so, weil er so offensichtlich ist, macht er kaputt. Aber vielleicht kommt jetzt mal ein Knaller. Also für so einen Oma-Geburtstag, lustig. Ah, du liebst doch diesen Almanor. Hey, Hannelore, ich habe mir letztens im Aldi Mozzarella geholt. Ich habe die ganze Tüte leer getrunken, aber was mache ich mit den weißen Bällen und die Oma im Altenheim? Mega-Joke. Mega. Aber du liebst doch diese einfache Humor. Ich liebe den Humor, weil er so dumm ist. Aber es ist wirklich ein richtiger Rentnerhumor. Raus! Scheiß Studentenhumor. Irgendein Vater in... Studenten oder Rentner. Irgendein Vater in 10 Jahren... Oh, ich darf ja gar nicht vorlesen. Er liest das schon vor. 10 Jahren zu seinem 6-Jährigen. Digga, no front. Aber du bist so lost, Junge. Komm mal klar und mach die Basics. Und da würde ich mir wünschen, dass Marcel schon seinen eigenen Sohn hätte. Baby, hau mir auf den Arsch. Yay! Und rein da, zack, zack. Ja, schon, aber ich habe da so mein eigenes Stockwerk. Also eigentlich wie meine eigene Bude. Jeder Typ, Ende 20, der noch bei Mutti wohnt. Fühle. Lazzo, du hast noch 3 Jahre, bis man sagen kann, dass du Ende 20 bist. Mach was daraus. X-Raven mit 3 Euro. Sieht aus wie Moos auf Wish bestellt. Sagst du Frisur? Ich finde nicht ganz nice. Besser als der Mittelscheitel? Ja, grauenhaft. Aber das ist nice. Finde ich nice, ganz her. Das sieht mich halt an Beak hier. Oh nein. Doch. Noch die Augenbrauen und was. Jetzt Beak hier und dann. Wie heißt das noch, was der sagt? DJ Khaled. DJ Khaled. Fresh. Fresh. Oh fresh. Mann. Ja, das ist einfach Beak hier. Also ich denke. Hat er vielleicht das Lockentutorial von Beak hier geguckt? Das geht 5 Minuten oder so. Ey, Beak hat er auch gemacht. Das ist, er hat wahrscheinlich das Beak hier Lockentutorial geguckt. Oh mein Gott, wir haben es aufgelöst. Schaut mal. InScope hat sich das Video hier angeguckt. Hier, wie du in 20 Minuten Locken bekommst, alle Haartypen. Also 20 Minuten? 20 Minuten. Guck mal, sieht genauso aus wie InScopes Frisur. Guck. Ja. Schwöre. Guck. Wo sind die Props? Wo sind die Props? Warum hat InScope nicht einmal Props an Beak hier gegeben? InScope. Erst hast du deine Basics nicht gemacht bei KS. Dann hast du zu viel Sekt Plus reingezogen. Und jetzt klaust du noch dem Beak hier die Frisur und gibst keine Props? Bruder, das ist also wirklich, ich sag's wie es ist. Alles, was du vorher gemacht hast, kann ich auch verkraften. Aber das ist ein Unehre-Move. Das musst du schon Beak hier mal einmal Props geben. 17-Jährige schreibt 0,79er Abi in Bonn. Wie viele Monitore hast du? 3. Ein links, ein rechts, ein Mitte. Ein links, ein rechts, ein Mitte. Hinter einem Pärchen an der roten Ampel. Beide sagen gleichzeitig grün. Sie, Chips Cola verhext. Oh mein Gott. Er, aber du hattest mich doch schon längst verzaubert. Sie küssen sich. Ich übergebe mich. Ein Wort. Ekelhaft. Fühle. Was? Was hast du denn das? Bisschen süß. Ich hasse es, wenn Leute sich knutschen. Jee, aber mich würdest du gerne küssen, oder? Nee. Schade. Anscheinend lassen ca. 30% der Haustierbesitzer ihre Tiere bei sich im Bett schlafen. Das habe ich dann auch mal ausprobiert. Mein Goldfisch ist jetzt tot. Raus! Hab mein Brot gerade 12... Hast du das gerade gehört? Ja, das war wieder so ein Oma-Joke. Ja, ich finde das lustig. Also ich muss sagen, Jodel sind so richtige, das sind so Sachen, die würde ich meiner Oma erzählen, weil die niemanden verletzen. Mhm. Weißt du? Oh, ich habe meinen Goldfisch im Bett gelassen. Weißt du, das sind so Jokes, die kann man so seinen Eltern und seinen Oma erzählen. Ja, das hatte mich leider. Weißt du? Die niemanden verletzen, weißt du, ich meine? Wenn ich Witze erzähle, dann sind alle traurig danach, weil ich einfach die Realness bitte. Meinst du, dein seelisch attackierst deswegen? 2019 war Lit. Das ist der Grund, warum ich Spit. Ja, geiles Lied. Ja, wild. Minuten auf, Licht auf. Money Boy. Ah, Money, also der echte. Money Boy, wenn ich sage, deine Freundin geht zu Five Guys, ja, dann meine ich nicht den Burgerladen. Hey Slime, ich muss dir ein Geheimnis verraten. Sie geht zu 5 Männern. Lässt sie zu 5 Schwängern.
Warum kennst du diese Lines? Ich bin Fan. Ich bin Moneyball-Fan. Spaß. Nein, ich bin Shoutout. Gebacken. Und an der Stelle eine ganz kurze Schweigesekunde für all diejenigen, darunter zähle auch ich, die ihre Pizza schon mal auf Licht aufgebacken haben. Gerade das Auto abgewürgt. Meine kleine Schwester, 15, neben mir. Du bist so hässlich, bei dir kommt nicht einmal die Kupplung. Oha. Oha. No front. Ich glaube, das ist der krasseste Front, den ich jemals gehört habe. Gerade zwei Jugendliche im Bus. A. Wusstest du, dass es eine Stadt gibt, die Tokio heißt? B. Krass wie die aus Haus des Geldes. Oh nein. Oh mein. Oh nein. Alter, ich bin Schlecken. Aber mega Spoiler. Es gibt bei Haus des Geldes eine Frau, die heißt Tokio. Spoiler, die ganze Geschichte ist jetzt verraten. Spoiler. Oh mein Gott. Kommt noch C oder so? Das wäre geil. Junge, es ist ein Spoiler. Doch, bei Star Wars heißt einer Luke. Nein. Spoiler. Oh. Scheiße. Ah, ja, Mann. Geografie, Note 6. Wenn man den Jungs jetzt auch noch erzählt, dass es eine Stadt gibt, die Helsinki heißt, was ist denn dann los? Ich muss noch zum Frauenarzt das Rezept für die Pille abholen. Du machst die selber? Mein Freund, ganz hübsch, aber manchmal etwas langsam. Manchmal etwas langsam. Der Typ ist ganz hinten, der denkt, dass du dir die Pille selber kochst, Mann. So blöd kann keiner sein. Meine Schwester, wenn ich heirate und mein Bräutigam weint nicht, während ich zum Altar schreite, drehe ich wieder um. Unser Bruder. Der weint definitiv. Das ist true. Und an der Stelle bin ich auch mal wieder komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Ey, das ist der absolute Wahnsinn. Der Typ ist einfach durch den See geschwommen. Ja. Weißt du, wo es angekämpft war? Ja, klar. Nein, ich weiß nicht, wo. Sonst wäre ich ja da. Nein, ich weiß, aber der ist ja wirklich da geschwommen. Nein, aber weißt du, wo es war? Weißt du, was nein, war? Nein. Haben Leute extra gesagt, Belgien, damit niemand vorbeikommt. Nein, ich schätze mal in der Nähe, eine Stunde von Hamburg entfernt, weil Monster denke, von mir ist eine Stunde da. Ungefähr. Also es ist nördlich zwischen Hamburg und Berlin gewesen. Ja. Irgendwo. Na, Alien, Alter, warum soll das in Belgien? Und ganz oben, ne? Und also auf jeden Fall an der Ostsee in Norddeutschland. Und der Typ hat es einfach gefunden und ist durch den See gekommen. Was für ein kranker Typ, oder? Aber ich habe leider nie gesehen, was mit ihm noch dann passiert ist. Wurde er irgendwie weggezogen? Der wurde geschlachtet. Die haben ihn gegessen. Das war danach, kam Klaus Grillt. So. Und dann hat er auch aus der Spanferkel gemacht. Ach, korrekt. Ehre. Ehre wild. Ja. Schau lieber auf die Seite. Okay. Das ist der Typ. Ja. Hey, wir waren alle zusammen, alle drei zusammen. Okay, ja, alle vier gleichzeitig. Ich hab auch was geschossen. Was ist los? Oh, Schatzi, jemand ist hier geschossen. Ey, Mann, schade, dass sie so spät reagiert haben. Das wäre geil gewesen, das zu wissen. Jetzt einfach dahergeschwommen. Let's go. Deutsche Memes, die Unge gestrikt haben. Schauen wir mal, was mit Memes nicht gestrikt haben. Let's go. Ich verstehe nicht, was jetzt gerade passiert ist. Wenn du Unterricht nicht aufpasst und drangenommen wirst. Ich verstehe nicht. Ich verstehe gar nicht, was da jetzt gerade passiert. Rosen sind rot, ich schreibe dir ein Gedicht. Er dreht sich um und furzt mir mitten ins Gesicht. Warum ist das so am Flackern, dieses Grüne? Siehst du das grüne Flackern? Ja, das ist halt... Ist es im Video? Ist es im Video? Genau, ist im Video. Hat nichts mit dir zu tun. Das ist immer das anders in der Bearbeitung passiert. Ja. Aber, Alter, wie geil war der denn? War stark. Wie, hast du schon mal ins Gesicht gepupst? Jetzt? Nein, noch niemand leider. So einer noch niemand? Nein. Aber würdest du gerne? Nein. Mit Absprache? Ist nein, du, bist so, du bist so einer. Du würdest so... Hast du manchmal das schon mal gemacht? Ich hab schon mal dir ins Gesicht gefurzt, ja. Du bist echt ein ekliger Mensch, was sowas angeht. Ja. Kurz Polizei Hops nehmen, 2.0. Er hat die einfach genommen. Wow. Der hat die wirklich genommen. Der andere hat mich aufgehabt. Das war wirklich schlau. Vor allem, er fährt mit 12 km/h weg. Die lahm so. Jeder als GTA 5 für PlayStation 5 vorgestellt wurde. Why did I move? Yes, 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 yes. Magic. No. No, no. Junge, weiß jemand, von wem das Lied überhaupt ist, oder ist er nur wegen diesem Meme bekannt? Ja, das, ich hab's gerade nicht gehört. Ich betäube leider meine Sinne. Ja, ich kenn das. Digga, das ist irgendein Deutschrapper, aber der ist durch dieses Meme bekannt geworden, aber keiner weiß, wie das Lied heißt. Also ich weiß nicht. Jetzt ist es irgendwie bei YouTube so ein Lied angeht, weißt du, den Satz, aber man findet es einfach. Ja, ja, ist schlimm. Wenn du dir dein Lineal ausleihst und sie fragt, warum bei 5 cm ein Strich ist.
Das ist hart. Ich hab's erst später verstanden, weil er hat seine Finger gerissen. Ach so. Und seine Finger waren zu kurz. Nein. Doch, Donald Trump war das mit kurzen, mit kleinen Händen. Und zwar... Ich, wenn mich jemand zum 10. Mal im Gespräch unterbricht. Ach so, dann bin ich leider. Kann ich ausreden, oder? Angie, die wird wild. Hallo, kann ich dich kurz stören? Hallo, warte kurz. Warte kurz. Verloren. Was war? Verloren. Einfach so ein Spiel auf dem Handy. Ach, warte kurz. Er sitzt da mit Lederjacke. Warte kurz. Verloren. Aber er war einer Sekunde. Er wollte flexen. Oh mein Gott, er hat gerade Temple Run gespielt. Warte kurz. Oh. Ist das schlecht? Er hat gerade Minecraft gespielt, war gerade beim Enderdrachen, hat sein ganzes Leben darauf hingearbeitet, auf diesen Moment, und die stört ihn. Und dann auf einmal, tot, der Enderman hat ihn gefunden. Scheiße. Einmal so tschüss. Oh mein Gott, ist das dumm. Dann müssen wir mal angucken. Zurück. Hallo, kann ich dich kurz stören? Hallo, warte kurz. Verloren. Was war? Was gibt's? Ja. Was machst du hier in der Uni? Ich bin eigentlich wegen dem WLAN da, also die haben jetzt... Das ist einfach zwei geile. Ey, so geiler Typ. Vor allem, er sagt, ich bin eigentlich wegen dem WLAN da. Ich bin eigentlich. Und uneigentlich? Gratis WLAN und. Achso, studierst du nicht? Nee, ich wollte studieren, aber ich will ein Kebabmann werden. Also. Nein, das kann nicht drei auf einmal sein. Er hat dreimal gefühlt. Er hat dreimal gekillt. Junge, er hat dreimal, der ist zu heftig. Der ist zu heftig, der Typ. Junge, er hat einfach dreimal. Dreimal hops genommen. Ich wollte eigentlich. Nicht mal Dönermann, so geiler Satz, weißt du, ich wollte Kebabmann. Ich kann nicht mehr. Ich bin eigentlich in den WLAN hier. Ich wollte eigentlich studieren, aber ich wollte Kebabmann werden. Oh mein Gott, der Typ ist zu wild. Ey, Legende, jetzt schon Legende. Das ist schon mein großer Traum, mein Vater. Er haut doch einen Vierten raus. Oh nein, er haut noch einen Vierten raus. Kebabmann werden, also das ist schon mein großer Traum. Mein Vater ist ein Kebabmann, mein Onkel ist auch ein Kebabmann. Und man kann ziemlich gut damit verdienen, habe ich gehört. Also das ist dein Traumberuf? Schon, ja. Der Typ ist heftig. Ja, da knallt noch hinterher. Junge. Aber das war schon zu viel, da war schon drei. Das war zu wild, wirklich. Der Typ hat mich gerade gekillt. Wenn du kurz einschläfst und deine Freunde direkt übertreiben, oh nein, das war bei Monte zu Hause. Oh, die Fische schlafen schon. Jetzt überleg mal, die haben so einen tödlichen, so einen Rochen im Deck. Wie heißt das? Piranha oder so. Ja, Piranha. Und die wissen nicht, dass der Fisch tödlich ist und der beißt dem jetzt so am Hals irgendwas auf. Die wollen ja nur tot. Junge, der ganze Boden, alles am Arsch. I get aus dem Bett. Mein Favorite. Ich, 5 Minuten vor meiner Zoom-Vorlesung. I get aus dem Bett, dreh den Swag auf, schaue kurz in den Spiegel, sag, what up? Hey, I'm getting money. Wo warst du? Schwedenplatz, das ist Wien. In Wien? Stand, vor kurzem. Oh, wild, du bist ein Traveler, ein Ehrentraveler. Ah, den checkt leider nicht jeder. Shoutout geht raus an Panna. Lol, was? Hast du ihn gesehen, als du da warst? Alter, so hässlich? Nein, wegen Corona. Der hat sich keinen Mundschutz geholt. Ja. Warte mal. Geiler Typ, Alter, like. Leider nicht. Leider habe ich den guten Mann nicht getroffen. Ich hätte ihn gern getroffen. Hat doch Löcher drin. DJ Khaled. Oh mein Gott, haben wir eben erwähnt. Nein. Oh mein Gott, es ist wirklich wild. Oh Mann. Oh, ich habe gerade noch gesagt, InScope auf DJ Khaled angelehnt. Jetzt gönnst du hier aber. Junge, ich sage euch, Bek hier zu wild, seid ihr auf DJ Khaled unterwegs. Schaut euch das an jetzt. It's back. DJ Khaled's back. Das macht er in seiner Instagram-Story pro Tag 10 Mal. DJ Khaled back. Schaut mal, wie frisch. Oh, fresh. Fresh, die Seiten fresh. Bei mir sind die Seiten genau das Gegenteil, weil ich lasse meine Haare gerade wachsen. Mhm. Ich werde zu Aquaman. Ja, stimmt. Wenn es fertig wird, werden geil. Wird fertig. Wild. Ich will wieder Pirat werden. Piraten machen sich keine Seiten auf null. Mhm. Echte Piraten haben kein Twitter.
Kinder. Ja, ist so. Ja, Pause. DJ Khaled is back. DJ Khaled is back, man. Was hat denn der Bratan wieder gemacht, Digga? Was hat der Bratan gemacht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. DJ Khaled. Polizei war bei mir. Was? Er vergisst zu zupfen, die Augenbrauen. Die Augenbrauen muss er nicht zupfen, das ist sein Markenzeichen. Nee, seine Flügel, wenn er zur Schule fliegt. Oha. Wenn der Lehrer fragt, warum ich zu spät kam. Die Feuerwehr hat meine Wohnungstür aufgebrochen. Ich glaube sogar ein Rettungshubschrauber war dort gewesen, weil da... Es ist einfach ausgedacht. Irgendwie irgendwo gelogen wurde, dass irgendwie ein Notfall in meiner Wohnung liegt oder so. Ich warte auf mein Essen. Der Typ, der mir mein Essen bringen soll... Freund, kannst du mir bitte das WLAN-Passwort geben? Ich? Da, Waka, Tangi, Tanga, Ko, Al, Al, O, Tamater, Tüdi, Ey, das ist genau in Madeira genauso. Ne? Madeira ist noch immer so lang, Alter. Ja, in Madeira, das ist ein Schild aus Madeira auch übrigens. Ah, perfekt, ja. Ja, super. Das Geile ist, der legt das ja so langsam vor, ne? Der liest das ja so langsam vor, pass auf. Mata, Waka, Tangi, Tanga, Ko, Al, Al, O, Tamater, Jetzt ist auch wieder der Nachrichtenmoderator, was macht. Der macht das, als hätte er sein Leben nichts anderes gemacht. Da haben wir es. Da haben wir es. Well, a British weatherman has become a social media star following a report he gave this week. Check out this tongue twister. Now today we had a big contrast in temperature across the UK, just 12 degrees over coastal parts of eastern England with cloudy skies, but in the sunshine in northwest Wales at RAF Mona, just up the road from Llanfair Pwll Gwyngyll Gogeddoch Wyndrobwl, Llantysilio Gogogoch, the temperature... Er hat einfach durchgezogen. Er hat einfach gemacht. Komplett professionell, ohne zu lachen. Junge, er hat einfach durchgezogen. Er ist krank. Der Typ ist heftig.